Das ist ein klassisches Schlaflabor, wie wir bei uns drei haben. Hier wird der Patient dann schlafen, klassisch. Ganz einfach, wir haben hier das Bett, logischerweise zum Schlafen, und haben die ganzen technischen Anlagen, wo wir dann die Kabel einstecken, das Mikrofon, das wir hier haben, dann die Anschlüsse, Sauerstoff, wenn es nötig ist. Auf der anderen Seite würde man das sehen, das ist dort eine Kamera, wo wir haben zwei spezielle Kameras, und da tut der Patient einfach schlafen. Wir haben die Hirnströme, die wir messen, die Muskulatur, die wir messen, am Knie und an den Beinen und an den Armen. Wir messen die Augenbewegungen, wir messen die Atmung, wir messen das EKG. Und diese Daten werden eins zu eins, und zwar ohne dass es Verzögerung gibt, in der Technikerzentrale, wo wir vorne waren, aufzeichnet. Und dort sitzt jemand die ganze Nacht und schaut, falls irgendetwas nicht in Ordnung ist, tut man das korrigieren. Oder? Was wir auch sehen, ist einerseits, das sind die Technikzentralen mit unseren Monitoren, wo wir den Patienten einerseits all die Signale ableiten, gleichzeitig, dass wir dann da Videos haben vom Patienten in Echtzeit, also das Infrarot-Videosystem. Dann können wir hier mit dem Patienten kommunizieren, wenn es nötig ist. Und dass wir Patienten nicht stören, haben wir hier ein System, wo man von daheim aus oder überall kann, vom Tablet aus, jede Steckdose kann man einzeln steuern, die Lüftung kann man steuern, die Rollos kann man steuern, die Geräte kann man steuern. Das heisst, für uns, wir haben die maximale Sicherheit für den Patienten, dass wir nicht mehr stören. Wir gehen nicht rein, ihn plagen, wir gehen nicht einstellen, wir machen keine Störartefaktgeräusche. Wir können es von extern steuern und wir können das so machen, dass der Patient wie ein Baby schlafen kann. Philips Esperanza kenne ich schon seit Jahren, das heisst über 20 Jahre. Und überall, wo ich arbeiten durfte, habe ich mit der Philips Esperanza punktuell zusammen geschafft oder haben wir zusammen arbeiten. Und für mich war es klar, das neueste Schlaflabor, das ich gerne machen möchte, muss wie ein Referenzschlaflabor sein. Für uns war es ganz, ganz wichtig, dass wir, wo wir uns entschieden haben, dass wir mit Philips Esperanza zusammenarbeiten können. Im Projektierungsprozess sind sie dabei gewesen, haben ihre guten Ideen mitgebracht. Das Know-how, ihr Wissen können vermitteln, und es war ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Wir haben wirklich miteinander können das Projekt anschauen, wir können Problemstellungen anschauen, wir können diskutieren und ausmerzen. Und beim Aufbau nachher haben wir auch zwei, drei Schwellen gehabt, die wir problemlos gelöst haben. Sehr professionell, sehr in einem guten Zusammenarbeiten. Und das macht es eigentlich aus, partnerschaftliches Zusammenarbeiten.